Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge über Star Stable. Ja, heute ist es wieder soweit. Ich gebe meine letzten Star Coins aus, die ich noch habe, weil ich möchte unbedingt dieses eine Pferd haben. Wie ihr schon im Hintergrund sehen könnt, habe ich mir ein paar besonders schöne Exemplare ausgesucht. Und zwar stehe ich jetzt hier, Moment, ich muss jetzt mal eben wieder einschalten, stehe ich jetzt hier unten in Moorland. Falls ihr wissen wollt, wo es ist, das Ganze könnt ihr, glaube ich, jetzt noch eine Woche lang machen, also die Tiere hier kaufen und danach sind sie leider nicht mehr da. Rechts sehen wir zwei super süße und irgendwie auch ziemlich creepige Häschen und links zwei. Naja, mehr oder weniger schöne Pferde. Ich werde jetzt erstmal absteigen. Und werde jetzt erstmal rübergehen. So, bei Gary Goldzahn. Genau, ich bin jetzt nicht auf seinen Namen gekommen. Also, das Pferd hier möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht kaufen. Deswegen werde ich das als erstes mal eben anklicken. Und zwar ist das Petra, die man immer noch nicht drehen kann. Leider, schade. Ich finde die Augen irgendwie unheimlich cool. Und auch so dieses Grüne. Aber es sieht halt ziemlich eklig aus, wenn das so versteinert aussieht. Wenn das jetzt ein weißes Pferd gewesen wäre und dann genauso, wie es jetzt ausgesehen hätte, hätte ich mir das Pferd sofort geholt. Aber naja, ganz ehrlich, so finde ich es nicht wirklich schön. Und zwar ist das die Rasse Petra. Hat die folgenden Rassenboni: eine Stärke von 3, eine Disziplin von 2 und eine Agilität von 2. Außerdem ist Petra kältebeständig. Keine Einschränkung, sprich, könnt ihr ab Level 1 holen und kostet 750 Star Coins. Überall auf Jorvik stehen alte Runensteine, das Vermächtnis druidischer Steinmetze, die im Namen Aydins arbeiten, um die Insel zu schützen. Die Legende besagt, dass ein Meister der Steinmetzkunst durch die Macht des Sternenkreises ein Runenstein Leben einhauchen könnte. Aus solch wundersamer Handwerkskunst ist das Petra aus der Erde emporgaloppiert. Die Hufschläge des Petras können den Boden erzittern lassen. Aber da das Petra eine sanfte Seele ist, möchte es nicht, dass die Welt durch seine donnernden Hufen zerstört wird. Deshalb kann es oft still wie eine Ruine inmitten der Natur stehen. Stehen, sehen. Ach, kann man es? Achso. Während es Ranken und Blumen auf seinem Rücken wachsen lässt. Diese gelassene Grundstimmung macht das Petra zu einem entspannten Reitpartner, der gerne über sich windenden Wege läuft und auch mal eine Pause einlegt, um etwas Moos zu knabbern. Aber man darf nie die wahre Natur des Petras vergessen, eine uralte Kraft der Magie, die aus dem Land selbst geboren wurde. Solange Aydins Licht auf Jorvik leuchtet, wird das Petra noch Jahrhunderte weiterleben. Auf ihm reiten zu dürfen, ist ein Geschenk. Sich mit diesem Pferd zu verbinden, bedeutet, die Ewigkeit zu berühren. Obwohl Petras überall auf Jorvik auftauchen, wo es Runensteine gibt, scheinen diese mystischen Pferde von den Wildwoods angezogen zu werden, wo Jorviks ursprüngliche magische Energien am stärksten sind. Wie andere magische Pferde in Jorvik zeigen sich Petras nur an wilden Orten in ihrer ganzen Pracht, während sie sich in bevölkerten Gebieten im Verborgenen halten. Doch ganz gleich, ob sie sich in ihrer magischen Form präsentieren oder sich unauffällig unter andere Pferde gemischt haben, Petras reiten sich wie die Clydesdales, denen sie ähneln. Ja, das ist das Petra. Also ich finde es jetzt nicht hässlich oder so. Das definitiv nicht. Jetzt muss ich hier erstmal gucken, so rum. Ich finde es sogar ganz schön, ehrlich gesagt. Aber naja, es ist halt nicht meins. Es ist wirklich nicht meins. Ich finde das andere dann irgendwie doch schon ein bisschen anziehen, ne, was da hinten steht. Und zwar ist das, wie auch immer es ausgesprochen wird, das Erinys oder so. Hat die gleichen Stats, also sprich, hat eine Stärke von 3, eine Disziplin von 2 und eine Agilität von 2, ist natürlich ebenfalls kältebeständig. Keine Einschränkungen und kostet 750 Starcoins. Ist vom Text her gleich, so wie ich das sehe. Die wilde und unermüdliche Natur der Erinys
oder wie auch immer sie ausgesprochen wird, macht sie zu leidenschaftlichen Reitbegleitern, die immer bereit sind, an ihre Grenzen zu gehen und stärker und schneller zu werden. Das ist, glaube ich, ein Unterschied. Das im Schatten geborene Erinnys hofft darauf, eines Tages wieder in die Erde willkommen zu sein, der es entsprungen ist. Vielleicht kannst du ihm helfen, der Erlösung etwas näher zu kommen, indem du dich mit diesem unglückseligen Ross verbindest. Ach, das hört sich so negativ an. Dabei ist das doch so ein schnickes Kerlchen. Die Sache mit den Wildwoods wird nochmal erwähnt. Ja, und der Rest, der ist dann auch genau das gleiche wie vorher. Ich gehe nochmal kurz raus, um euch das Pferd nochmal eben von der Seite zu zeigen. Ich persönlich finde es wirklich unheimlich schön irgendwo. Also ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ich finde es nicht so schön, dass es aussieht wie Stein. Aber ich finde so dieses, dieses pink leuchtende zwischendurch, das finde ich halt unheimlich geil. Und das finde ich ein bisschen schöner als das hinten von dem Pferd. Aber das ist natürlich alles Geschmackssache. Ich will euch nicht reinreden, falls ihr irgendwas davon kaufen möchtet. Ich möchte auf jeden Fall dieses Pferd hier kaufen. Das werde ich jetzt auch tun. Und jetzt stehe ich wieder vor der fast unlösbaren Aufgabe, diesem Pferd einen Namen zu geben. Deswegen würde ich sagen, wir machen es wie immer. Ich schalte euch gleich wieder hinzu, wenn die halbe Stunde um ist, in der ich mich jetzt entscheiden werde, welchen Namen ich diesem Pferd geben werde. Bis gleich. Ja, und da sind wir wieder. Also ich habe so ein paar Sachen im Kopf gehabt, aber mal wieder konnte man die Kombination so nicht nehmen, wie ich sie gerne hätte. Meine erste Wahl war eigentlich Beauty Amethyst, bevor ich das mit dem Stone jetzt gesehen hatte. Aber natürlich haben sie Beauty wieder nur an der zweiten Stelle gehabt und nicht an der ersten Stelle. Das ist ja ein ganz, ganz großes, bekanntes Manko hier an dem Spiel, dass man eben nicht die Sachen, die man an zweiter Stelle hat, auch an erster Stelle vom Namen setzen kann. Und Amethyst Beauty, ja, finde ich schön, aber ganz ehrlich, sieht das wie eine Amethyst-Schönheit aus? Ich persönlich finde, es sieht eher wie ein Stein aus. Und deswegen habe ich jetzt einfach Amethyst Stone gewählt. Und den werde ich jetzt auch einfach mal schnell nehmen, bevor ich mich wieder umentscheide. Ja, herzlichen Glückwunsch, dein Pferd ist nun verschickt worden. Aber wir haben noch eine andere Sache. Ich guck mal schnell. Ich habe jetzt noch 640. Ach ja, ich habe vergessen, dass man nicht einfach so drehen kann, wie bei jedem anderen Spiel auch. Ich zeige euch noch eben schnell die Häschen von ein bisschen... Ups, das war die... Nee, das war die richtige Taste, der hat es noch nicht genommen. Von ein bisschen näher, Schätzchen. Kannst du mal nicht deinen Schweif hier mitten reinmachen, bitte? So, also das ist dieses doch irgendwie recht niedliche Häschen, wie ich finde. Was ich aber nicht haben möchte. Und ich stehe hier gerade mitten im Stein drin. Und dieses auf der einen Seite unheimliche, auf der anderen Seite finde ich persönlich aber irgendwie auch süße Häschen. Das hat es mir irgendwie angetan. Obwohl es zugegebenermaßen ziemlich teuer ist, aber das hat es mir irgendwie angetan. Und das kostet satte 400 Star Coins. Ich bin eigentlich der Meinung, dass es 450 waren, laut dem Internet. Aber ich bin natürlich froh, wenn es nur noch oder generell nur für 400 drin ist. Und das nehmen wir auf jeden Fall jetzt. Ja. So. Und jetzt haben wir eins. Da kam jetzt keine Bestätigung mehr. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall eins. Ach ja, genau, das ist ja im Inventar drin. Ich habe zu selten jetzt hier irgendwelche... ich weiß gar nicht mal, was das hier überhaupt ist. Das ist auch ein Haustier. Das Leben ist nicht leicht. Ach, das ist dieser Manta gewesen. Okay, warum ich den noch im Inventar habe, keine Ahnung. Ich habe hier wahrscheinlich noch so einiges im Inventar. Einen Fuchs habe ich noch im Inventar. Eine Zauberkatze. Ich sollte vielleicht mal meine Tiere ein bisschen aussortieren. Damit auch mein Inventar wieder ein bisschen kleiner wird. Also, ihr habt nichts gesehen. Ich habe nichts im Inventar. Und ich würde sagen, dass ich jetzt mal ganz schnell auf Orange Crush aufsteigen werde. Und dass wir uns dann gleich wiedersehen. Ja, sollte ich überhaupt noch irgendetwas bekommen mit dem bisschen Starcoins, die ich habe. Ich werde auf jeden Fall versuchen, damit noch etwas Schönes zusammenzukaufen, was das Pferd dann haben kann. Und wie immer werde ich
das Pferd dann auch angucken, wie es springt, wie es geht und so weiter. Das sehen wir gleich. So, und das wollte ich euch natürlich auch noch zeigen. So sieht das Pferd aus, wenn es nicht verwandelt ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es wunderhübsch. Normalerweise sage ich ja immer, die Pferde sehen schon schön aus, wenn sie nicht verwandelt sind. Aber dieses Pferd sieht wirklich richtig, richtig toll aus, wenn es nicht verwandelt ist. Ich finde sogar ein bisschen schöner, als wenn es verwandelt ist. Und ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, worauf ich jetzt die Sachen ausmachen soll. Also sprich den Sattel und so weiter auf die verwandelte oder nicht verwandelte Version. Ich muss echt mal schauen. Aber ganz ehrlich, ich finde beides wunderhübsch. Ich werde jetzt erstmal shoppen gehen und dann werde ich euch alles andere gleich zeigen. Ja, ich habe mich jetzt endgültig entschieden, was ich haben möchte. Ich weiß nicht, warum das hier unten nicht rausgeht. Ist mal wieder ein wenig verbuggt. Kriegen wir wahrscheinlich auch nicht über die... Nee, kriegen wir so auch nicht weg. Und zwar... Ah, jetzt kriegen wir es weg. Okay, und zwar habe ich einmal Franziskas schwarzes Zaumzeug genommen. Das finde ich, sieht so gar nicht schlecht aus. Dann habe ich den lila Dämmerungssattel genommen und ich habe, nee, das war unter lila, ich habe die gepunktete Decke genommen. Die hier wäre auch schön gewesen, finde ich von der Farbe her besonders. Allerdings ist die nicht ganz so schön, nicht ganz so gut gewesen. Disziplin und Agilität, beides nur 2. Hier ist Stärke und Geschwindigkeit drin. Ich gucke mal eventuell, ob ich noch eine zum Wechsel nehme, wo Disziplin und Agilität auch drin sind, aber eben mit besseren Werten. Aber ich lasse es erstmal so, wie es jetzt ist. Und die wäre auch gar nicht so schlecht gewesen von der Farbe her. Also ich persönlich finde, dass so diese lilanen Decken eigentlich am besten aussehen. Die hier nicht so, weil große Pferde nicht die kleinen Decken haben sollten, wie ich persönlich finde. Ja, das ist jetzt mein Endresümee. Und so sieht das Ganze dann in der verwandelten Version aus. Finde ich, sieht gar nicht so schlecht aus, aber ich muss zugeben, dass ich die nicht verwandelte Version sogar noch süßer finde. Deswegen werde ich die mal nehmen. Und wir sehen uns jetzt gleich auf der Wiese wieder. So, wir sind jetzt hier auf der Wiese und ich hoffe, ich kann euch so einiges zeigen und dass alles soweit funktioniert. Übrigens sehe ich gerade, dass mein... Ja, mein Hals backt so ein bisschen, beziehungsweise, wie ihr seht, rechts und links geht das Ganze in den Hals rein. Das ist ein bisschen blöd, aber okay. Also wir fangen erstmal mit dem langsamen Schritt an. Der sieht sehr schön aus, wie ja eigentlich immer. Ich meine, viel ändert sich ja nicht, außer man hat unterschiedliche Rassen, Größen, wie auch immer. Jetzt eine Stufe schneller und noch eine Stufe schneller in den leichten Galopp und schon sehe ich nicht mehr, wo ich gerade hinreite. Es war wieder so klar. So, der leichte Galopp. Dann mache ich direkt mal eine Stufe schneller, damit man auch was sehen kann. Das ist, glaube ich, die Höchststufe jetzt. Und wir springen und wir tanzen und singen. Oh, was war das denn gerade? Und wir bremsen ab. Leider konnte man nicht allzu viel sehen, weil hier ein Hügel war. Da hinten geht es nochmal weiter. Wir bremsen ab. Und wir steigen. Das machen wir aber am besten nochmal in die Richtung, weil hier der Hügel so ein bisschen abgeht. So. Naja gut, das Steigen, bin ich ganz ehrlich, das könnte man natürlich ein bisschen schöner machen. Das sieht, finde ich, bei den Großen so ein bisschen unbeholfen aus. Wohingegen das Abbremsen ist okay, aber das Steigen sieht halt ein bisschen unbeholfen aus, wie ich finde. Aber ist ja im Endeffekt auch in Ordnung. So, dann gehen wir jetzt mal eben runter. Ich hoffe, ich weiß noch, wie ich das hinkriege mit dem... Ja, genau. Wir streicheln dich erstmal. Das sieht so süß aus. Oh. So.
Und da führen wir das Ganze jetzt, oder lassen uns führen. Okay, also ich gebe zu, das habe ich bisher auch noch nicht gehabt, dass das Pferd mich führt. Dann machen wir das einfach so. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ja, so sieht das dann aus mit dem Führen. Ich persönlich finde es echt süß irgendwo. Und ich glaube, ich habe auch nichts vergessen. Ich habe jetzt alles gemacht. Ich sehe auch gerade im Hintergrund, dass das Wetter bzw. die Tageszeit sich ändert. Es wird wieder dunkel, was wir natürlich jetzt gerade nicht gebrauchen können. Weil ich meine Verabschiedung ehrlich gesagt nicht im Dunkeln machen möchte. So, ich stelle mich mal demonstrativ hier oben auf den Hügel hin. Mit diesen wunderschönen... Ach so, genau, das haben wir vergessen. Den Rückwärtsgang. Ich habe zu lange keine Videos mehr gemacht. So sieht das Ganze aus, wenn das Pferd zurückgeht. Aber jetzt, glaube ich, habe ich alles, was wir machen können, gemacht. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin total begeistert von diesem Pferd. Ich finde das auch total süß mit diesen Hin und Her. Ich weiß nicht mal, bei welchem Pferd das noch war. Da fand ich das auch schon unheimlich süß. Und gerade diese Art von Pferden finde ich sowieso am schönsten. Also weniger diese schönen, kleinen, schlanken Pferde oder die, ich sag mal, Turnierpferde, die so optisch richtig wie Turnierpferde aussehen. Ich finde wirklich diese Art von Pferden einfach am schönsten. Ich komme gerade ums Verrecken nicht auf den auf den Begriff, den ich jetzt nennen wollte. Aber egal, ihr wisst sicher, was ich meine. Und, oh Gott, die Augen. Die Augen sehen so krass aus irgendwie. Vor allen Dingen, der starrt einen irgendwie richtig an, finde ich. Jetzt muss ich eine Sache allerdings mal kurz machen. So, und zwar muss ich hier mal eben in den Fotomodus reingehen und die Augen noch mal so ein bisschen ranholen. Ich finde, das sieht so krass aus. Das hat so ein bisschen was davon, ja, als ob man so eine halbe Galaxie oder sowas da drin hat. Ich finde es super, super schön. Ja, ich finde es super, super schön. Ich kann es nicht anders sagen. Ja, ich mache so auch noch mal kurz ein Foto. Ich glaube, das war es jetzt auch schon. Ja, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wie gesagt, ich habe jetzt schon länger keine Kaufvideos mehr gemacht. Ich habe sonst zwar immer noch nachgeguckt wegen der Mähne und dem Schweif, aber meines Wissens nach können die nicht verändert werden, wenn das irgendwelche Urtiere sind, also Urpferde oder ähnliches. Sprich, diese Pferde, die sich verwandeln und so weiter, die können... nicht verändert werden. Dementsprechend habe ich das jetzt mit euch nicht gemacht. Alles andere habe ich hoffentlich gemacht. Ich bin ehrlich gesagt immer noch total verliebt in dieses Pferd. Ja, ich weiß, das habe ich schon mal öfter gesagt. Aber gerade dieses Dunkle mag ich und ich mag dieses Pink überhaupt, was so da reingeflochten ist irgendwie. Und ja, wir können auch noch mal kurz zum Abschied die andere Version angucken. Also ich finde es unheimlich geil, wegen diesen ganzen magischen Symbolen drin. Dass es so nach Stein aussieht, finde ich gerade sehr negativ, ehrlich gesagt. Also es wäre sehr viel schöner gewesen, wenn es kein Stein wäre, sondern nur diese ganzen Verzierungen da drauf. Das wäre richtig, richtig geil gewesen. Aber gut, man muss halt nehmen, was man kriegen kann, sage ich mal. Und ich habe mich aber in die nicht verzauberte Version verliebt. Von daher ist mir das eigentlich auch egal. Ja, in diesem Sinne möchte ich mich dann gerne von euch verabschieden und entschuldige mich jetzt schon mal für das Chaos der letzten zwei Kaufvideos. Und zwar habe ich zwei Kaufvideos für den einen oder anderen, der es vielleicht nicht mitbekommen hat, hochgeladen, die leider schon ein bisschen älter waren, aber ich wollte euch trotzdem nicht vorenthalten, wie ich die Tiere gekauft habe und wie das Ganze aussah und so weiter. Ich habe es irgendwie auf dem PC gehabt und ehrlich gesagt total verschwitzt hochzuladen und ja, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll, weil ich weiß selber ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie das passiert ist. Von daher tut es mir trotzdem leid, aber ich wollte es euch trotzdem nicht vorenthalten. Dementsprechend habe ich das jetzt zwischendurch mal hochgeladen
Und ja, dann dieses Video hier hochgeladen. Ich finde das so einen unheimlich schönen Hintergrund irgendwie gerade. Ich kann mich gar nicht so satt sehen. Ja, aber ich muss trotzdem aufhören, weil das Video sich sonst unendlich in die Länge ziehen würde. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Tag, Morgen, wann auch immer ihr dieses Video guckt und hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Ciao.